Diesmal ist es kein Cinematic Review mehr. Ich hoffe, die haben euch beide gefallen. Bitte sagt nochmal, welche der beiden Versionen ihr besser fand von Cinematic Map Reviews. Also die erste, der Reiterstein, da habe ich mich so mehr bewegt dabei. Und, oder Version 2 halt bei der anderen Map. Da habe ich mich nicht so viel bewegt dabei. Ja, und beide viel mehr Aufwand. Also, wir werden nicht immer kommen, wie jetzt gerade. Wir bekommen ein ganz normales Map Review. Genau. Und wenn ihr mir noch Vorschläge habt, dann schreibt ihr mir auf jeden Fall. Und ja. Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Playtiger. Wir befinden uns heute auf der Map St. Katrin am Hauenstein. Und ja, die schauen wir uns heute mal an und ja. Dann gehen wir erstmal hier rein. Es gibt keine Hütten. Lawinen gibt es natürlich auch nicht. Sind auch nicht in Hochalpen hier. Beschneien gibt's sogar da. Ja, beschneien gibt es ein paar. Ist schön. Gut so. Dann gibt es hier ein, naja, Dorf jetzt nicht, aber hier ist halt ein Haus, ne? Der Map verteilt noch ein paar Häuser so am Hang, aber ansonsten auch nicht viel. Dann hier ist die Pistenplan. Das hier ist eine Bahn und das hier ist eine Bahn. Und dann ein paar Pisten halt. Ganz schön eigentlich. Oben ist noch ein schöner See. Ja, und dann haben wir halt hier ein paar Pisten und hier eine Kinderlandpiste. Dann haben wir die Seilbahn. Ich mal hier raus wieder. Das wäre die 6 als hier DB6 Sesselbahn und 2 SL Schlepplift. Das ist ja ein reales Gebiet ist, also nicht einfach frei erfunden ist, muss ich eine Sache bemängeln, nämlich dass dieser 6er CLDB in Wahrheit ein 4er CLD ist. Das gibt aktuell nicht, das ist deswegen muss man so bauen, aber der Name nervt mich ein bisschen. Der wäre ist nämlich in Realität Hauer Egg Jet und ist halt hier Sesselbahn einfach nur. Finde ich etwas schade an der Stelle. Was ich auch schade finde, ist der Schlepplift hier, weil der ist eigentlich, heißt der Schlepplift Tower Egg, also nicht nur Schlepplift, das finde ich, sehr schade. Hätte man noch besser machen können an der Stelle. Hier ist Kinderland halt, das ist auch so eine Realität so. Genau. Dann, die Ausfahrt sind hier super gelungen, die ganzen Stützen sind generell gut gemacht, ja. Auch hier oben die Einfahrt ist schön gemacht, was ich mal gut finde, hier sind die Schilder hier ist zu, also bleibt doch zu, eigentlich müssen wir uns gar nicht hinhängen. Das geht automatisch auf, Abfahrtsrampe freihalten. Alle wirklich schöne Schilder, auch in der Talstation sind Schilder. Auch hier diese Sicherheitsdinger da. Genau. Hier haben wir die schöne Automatikschließung und dass man nicht schaukeln darf und so weiter. Ja, was ich nicht ganz so schön finde, ist dieses blaue Überdachung. Ich glaube nicht, dass die in Realität da ist. Wenn die Realität da ist, dann will ich mich nicht beklagen, aber das sieht mir nicht so aus. Genau, das passt nicht so gut an die Stelle. Dann ist hier noch der 2er SL. Wir kommen nicht viel bemängeln. Hier ist sogar eine. Hier wurde sogar extra eine Linie dafür gemacht. Hier fehlt mir allerdings. Hier wurde nicht präpariert. Also, wenn ich reinschaue, habe ich eigentlich alles präpariert. Wo war es denn da? Ich habe alles präpariert, aber leider kann man das nicht präparieren hier. Das ist schade. Aber ansonsten kann man hier gut fahren. Nicht wie bei sehr vielen anderen Maps. Das ist echt gut, dass es so ist. Wie hier, gefällt mir. Was nicht ganz so gut gefällt, hier ist keine Absperrung, dass man hier hoch dann kann, theoretisch. Nicht ganz so geil, aber ansonsten alles gut. Die Pisten sind an sich schön groß und breit. Und auch ein paar Häuser und also schöne Umgebung gemacht. An sich wirklich sehr schön, die Map. Natürlich das Kinderland kann ich auch noch mal kurz anschauen. Ist halt ein ganz normales kleines Kinderland. Nichts Besonderes mit AMT-Tools erstellt. Ja, gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Was ich auch sehr schön finde, ist dieses Gras. Man sieht schon, es sieht nicht ganz normal aus. Da hat man ein bisschen Schneetextur noch ein bisschen drauf gemacht. Heißt, es ist so ein bisschen mit Schnee bepudert, aber halt nicht so wirklich, finde ich echt schön. Gibt es bis jetzt, aber ich auch noch auf gar keine Map, das hatte was. Sieht so ein bisschen vereist und so weiter aus. Hat er gut gemacht, muss ich sagen. Ist gut geworden, die Map. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ist ein relativ kleines Skigebiet. Genau, hier ist noch eine schöne Bar oder Hütte. Und ja, hier ist die Zufallsstraße mit Parkplatz nochmal. Die hatte ich halt eben gar nicht gesehen. Ja, aber ansonsten war es eigentlich schon wieder mit dem Video. Der Link zum Download ist natürlich in der Beschreibung. Und schaut euch mal an, die ist echt schön. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert mich doch. Und drückt auf die Glocke. Und ja, dann tschüss.